Wir sind nun in jener Zeit angekommen, die in Lemgo eine so hohe Dichte an Hexenprozessen, Foltern und Hinrichtungen aufweist, dass in den darauffolgenden Jahrzehnten der schlechte Ruf der Stadt weit über die Grenzen der Grafschaft Lippe bekannt wird. An dieser Stelle wäre es sicherlich angebracht, den Ablauf und die Atmosphäre heraufzubeschwören, in der sich diese Dinge abspielten. Die meisten Prozesse begannen mit Denunziation, also damit, dass die Person, meistens eine Frau, angezeigt wurde, also beklafft wurde, weil sie angeblich bei allerlei teuflischem Handwerk beobachtet wurde. Hier war dann oft die Rede von Hexenreigen, also von heidnischen Tänzen um Mitternacht in der Scheune oder gar auf einer Lichtung im Wald. Hier fielen dann die Stichworte, die man direkt auf den Hexenhammer zurückführen kann, der Hexensabbat, die Teufelsbuhlschaft, nicht selten aber auch der viel konkretere Tatbestand des Schadenszaubers. Der Schadenzauber, so glaubten die Menschen damals, sei eine Form der schwarzen Magie, bei der man Mensch und Vieh durch Zauberformeln und Flüche, Krankheiten, Gebrechen und den Tod anzaubern konnte. Das war im Mittelalter, aber auch im Barock eine ambivalente Angelegenheit, denn einerseits war man damals durchaus gerne bereit, allerlei Mixturen und Tinkturen zu sich zu nehmen, sei es als Heilmittel oder als Aufputschmittel. Ging es dann aber schief, schrie man ganz schnell nach Gerichten. Zweifelsohne ist da auch eine sexuelle oder erotische Komponente im Spiel, denn zumeist wurde angenommen, dass der Teufelspakt mit allerlei satanischer Unzucht einherging. Das zahlte gut auf die öffentliche Empfindung ein. Wenn schon Frauen vor Gericht zerren, dann doch lieber vor dem Hintergrund eines hochpikanten Skandals. Die Leute waren damals nicht mehr und nicht weniger reißerisch als heute. Somit besteht hier eine umfassende Liste aus Verhaltensweisen, die damals entweder als Hexerei missverstanden werden konnten oder viel häufiger einer Person einfach nur angedichtet wurden, aus Feindschaft, aus Neid oder weil ein Drahtzieher der ganzen Angelegenheit jemanden dafür bezahlt hatte. Eine einheitliche Ursachenbestimmung festzulegen wäre auf jeden Fall recht schwierig. Was ins Reich der modernen Legenden gehört, ist die heute populäre Vorstellung, dass es damals Bünde aus klugen Frauen gab, so eine Art bodenständige Proto-Feministinnen, die im Konflikt mit der patriarchalen Hegemonie lebten, während ihnen die Pfaffen, die metaphysische Deutungshoheit und die inkompetenten männlichen Ärzte das Wissen um Heilkunde neideten. Das ist eine Art postmoderner Unsinn, dessen Echo durch die paranormale Literatur des Dritten Reiches hallt, wie auch durch die Romane von Dan Brown und Konsorten. Es stimmt allerdings, dass es Berufszweige gab, die da gewissermaßen in Gefahr waren, in den Konflikt mit Hexereigerichten zu geraten, zum Beispiel der Beruf der Hebamme. Ich möchte darum an dieser Stelle nicht so viel über die allgemeinen Ursachen sprechen, weil das offensichtlich ein sehr vielschichtiges Thema ist. Lemgo besitzt hier in vielerlei Hinsicht eine Sonderstellung und darüber hatte ich in der letzten Folge ja schon erzählt. Die Hexenprozesse sind natürlich für einen Sachverhalt berühmt geworden, die peinliche Befragung. Heute sprechen wir von Folter. Folter ist ein Konzept, das bis heute existiert, aber natürlich ist sie in unserem Kulturkreis strengstens verboten, explizit auch durch die ersten Artikel des Grundgesetzes. Ich lese hier mal vor. Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Zweiter Absatz, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Und im Artikel 2 heißt es im zweiten Absatz, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das Abendland hat die Folter von den Römern beerbt, die dabei bereits einen beachtlichen Erfindungsgeist bewiesen hatten. Die Römer hatten hierbei zahlreiche Foltermaschinen entwickelt. Es hat eine Weile gedauert, bis diese Praxis im postantiken Europa kodifiziert wurde. Im frühen Mittelalter mag es immer Folter gegeben haben, doch nicht unbedingt als eine offizielle Verfahrensweise. Doch gerade der Feudalismus war dafür bekannt, dass man einem Lehnsherren ausgeliefert war. Das war also vielmehr die Willkür und Laune eines lokalen Tyrannen.
Doch auf der anderen Seite mochte es immer wieder auch Regionen und Zeiten gegeben haben, wo unter einem bestimmten Landesherren Folter geradezu verpönt war und die einzelnen Lehensempfänger hierbei den Schutz des Herren genossen. Bei Sönke Lorenz konnte ich lesen, dass die Tortur erst im 13. Jahrhundert zunehmend in die Strafrechtspflege Einzug hielt. Die katholische Kirche hatte sich durch das ganze Mittelalter hindurch der Folter verweigert. Das müsst ihr jetzt einfach akzeptieren. Ich weiß, dass bei vielen Leuten der erste Gedankenreflex, wenn man Kirche und Mittelalter sagt, sofort zu einem Folterkeller springt, wo ein lechzender Bischof ein nacktes Mädchen quält. Doch die historische Realität sah doch sehr anders aus. Und es läge mir fern, mich an der Verteidigung des Katholizismus abzuarbeiten. Die Kirchenleute jener Jahre, also im 9., 10. und 11. Jahrhundert, hatten genug Unheil angerichtet. Sie haben gewaltsame Glaubenskriege in Nord- und Osteuropa geführt, wo manch ein Bischof durch Blut wartete. Sie besaßen in Italien mafiaartige Strukturen mit dem lokalen Adel, hurten herum und pressten Leute aus. Das ist alles wahr. Doch erst ab dem 13. Jahrhundert zeigte sich die Kirche zunehmend bereit, in der Auseinandersetzung mit Ketzern die Folter anzuwenden. All das blieb bis tief in die Renaissance ungeregelt und relativ willkürlich. Und nicht unumstritten, da es eben keine einheitliche Regelung gab. Sprich, die gefolterte Person war zu jenem Zeitpunkt der Improvisation und dem Einfallsreichtum des Scharfrichters ausgeliefert. Ich lese jetzt mal einige Absätze bei Sönke Lorenz. Nicht einschlafen, das ist jetzt etwas Fachkundiges. Die Reichsreform des ausgehenden 15. Jahrhunderts hat sich auch mit diesem Problem beschäftigt. Auf Drängen des 1495 konstituierten Reichskammergerichts, in dem bereits Juristen das Sagen hatten, wurde auch die Abschaffung der Missstände in der Strafrechtspflege zu den vorrangigen Aufgaben gezählt. Doch nach langen und zähen Verhandlungen zwischen den maßgeblichen Reichsständen kam es erst auf den Reichstagen von Augsburg in 1530 und Regensburg in 1532 zur Verabschiedung eines Reformgesetzes der peinlichen Gerichtsordnung Kaiser Karl V., der Constitutio Criminalis Carolina, kurz als Carolina bezeichnet. Bevor die Carolina 1532 endgültig verabschiedet wurde, erzwangen die Reichsstände noch die Aufnahme der sogenannten salvatorischen Klausel in das Gesetzeswerk, womit die Carolina, abgesehen von einigen in Artikel 218 bezeichneten Missständen, nur subsidiäre Geltung erlangte. Zwar hat ihr die Entwicklung zu einer weiteren Verbreitung verholfen, aber es bleibt doch immer die territoriale Zersplitterung des Alten Reiches zu berücksichtigen, die es für die Geschichte der Strafrechtspflege mit sich bringt, dass man stets auch die Geschichte der Territorien im Blickfeld haben und von Herrschaft zu Herrschaft mit den unterschiedlichsten Phänomenen rechnen muss. Die Carolina verband eine Strafprozessordnung mit Vorschriften über das materielle Strafrecht und beruhte im Wesentlichen auf der bambergischen Halsgerichtsordnung, bezeichnet als Constitutio Criminalis Bambergensis oder auch kurz Bambergensis, von 1507. Bis vor kurzem hat man als ihren Verfasser den Bamberger Hofrichter Johann von Schwarzenberg betrachtet, doch Winfried Drusen konnte zeigen, dass nicht der des Lateins unkundige Schwarzenberg das Rechtswerk erstellt hat, sondern Juristen aus der Umgebung des Bamberger Hofes. Bambergensis und Carolina, die ja beide in erster Linie Strafprozessordnungen sind, unterscheiden das Verfahren mit einem Ankläger, Akkusation, und das Verfahren von Amts wegen, Inquisition. Aber die beiden Arten des Strafverfahrens weichen nur in der Einleitung entscheidend voneinander ab. Der Akkusationsprozess, wie ihn Bambergensis und Carolina regeln, unterscheidet sich wesentlich vom mittelalterlichen Anklageverfahren. Die Feststellung der materiellen Wahrheit wird nicht mit formalen Beweismitteln wie beispielsweise Eid und Gottesurteil zu erreichen versucht, sondern durch rationale Tatsachenermittlung und Beweiswürdigung. Damit aber steht dieser frühneuzeitliche Akkusationsprozess zum Inquisitionsprozess in keinem wesentlichen Gegensatz, liegt doch die Durchführung des Verfahrens, dessen Kernstück die Beweisaufnahme darstellt, fast ausschließlich in der Hand des Gerichts. So wird man mit Helmut von Weber festhalten dürfen, dass durch die Carolina der Inquisitionsprozess in Deutschland endgültig rezipiert worden ist. Hinzu kommt, dass dem privaten Kläger beim Anklageverfahren etliche Nachteile entstehen.
Bambergensis und Carolina sehen nämlich vor, dass er den Beklagten im Falle des Freispruchs schadlos halten muss. Dafür hat er Sicherheit zu leisten und muss Bürgen stellen. Kann er das nicht, wird er selbst in Sicherungshaft genommen. Diese Prozedur war denkbar geeignet, letztendlich auch die Einleitung des Verfahrens immer mehr vom privaten Kläger hin zur Annahme von Amtswegen zu verschieben. Ein Detail, auf das ich noch eingehen werde. Hier fällt natürlich auf, dass man es dem Ankläger nicht unbedingt leicht machte und damit auch bewirken wollte, dass die Menschen nicht launisch und missgünstig andere Menschen ins Unglück stürzen konnten, indem sie sich der Ketzerei oder der Hexerei gegenseitig beschuldigten. Da wird es also auch interessant, danach zu forschen, ob in Lemgo Versuche gemacht wurden, diesen Umstand für die Denunzianten und Kläger zu erleichtern. Und Professor Dr. Wolfgang Schild von der Uni Bielefeld schreibt in dem Buch »Von peinlicher Frag, die Folter als rechtliches Beweisverfahren« folgende Zeilen. Die Carolina von 1532 definierte die Hexerei noch im traditionellen Sinne als Schadenszauberei, weshalb theoretisch die allgemeinen Begrenzungen durch dieses Reichsgesetz anwendbar waren und blieben. So musste nachgewiesen werden, dass wirklich eine begangene Schadenszauberei als Tat vorlag, also Corpus Delicti, und nicht nur ein natürlich erklärbares oder eindeutig zufälliges Geschehen. Sodann und erst nach Nachweis der Tat kam es zur Spezialinquisition, für die Indizien vorliegen mussten, die auf eine bestimmte Person als Täterin hindeuteten. Die Carolina erwähnt in Artikel 44 als von Zauberei genugsam Anzeigung, zum Beispiel den Besitz von Zauberbüchern, dass sie sich selbst anpreisen als Zauberer, Zauberin, das Anerbieten, anderen das Zaubern zu lehren, die Drohung, einen anderen zu verzaubern. Darüber hinaus durften, wie in jedem anderen Prozess, keine Suggestivfragen gestellt werden, mussten die Belastungszeugen genannt und dem Angezeigten gegenübergestellt werden. Anonyme Denunziation war nicht zugelassen. Zudem war Schadenszauber ein individuelles Delikt, durchaus also zu begehen von einer oder einem Einzeltäter oder Einzeltäterin. Zwar veränderte sich dieses Verständnis durch Annahme des theologischen Hexereibegriffs, der an die Ketzerverfolgung anknüpfte und zusätzlich zum Schadenszauber die Hexenversammlung am Sabbat einbezog. Die grundsätzliche Orientierung an der zauberischen Schädigungstat blieb aber im Anwendungsbereich der Carolina erhalten. Also da kann man aus beiden Texten ja sehen, dass, so wie das Sönke Lorenz beschreibt, es Facetten der Hexengerichtsordnung dann gab, die durch die Carolina für die Opfer stark verschlechtert wurden. Während man natürlich bei Wolfgang Schild lesen kann, dass natürlich in anderen Bereichen eines Hexenprozesses die Carolina eher eine Verbesserung darstellt oder zumindest den Opfern eine Chance bot, dass man eine Anklage oder eine Anzeige abschmetterte, weil sie einfach nicht über genügend Indizien, Beweise verfügte oder es nicht genug Zeugen dafür gab. Die peinliche Befragung im Einklang mit der Carolina sah vor, dass die beschuldigten Personen ausreichend Möglichkeiten bekamen, nur durch Androhung der Folter ein umfassendes Geständnis abzulegen. Was dann auch oft geschah, auch im Barock hatten die Menschen Angst vor Schmerzen. Und es war mehr als nur bekannt, dass bei einem beachtlichen Anteil dieser Verfahren Menschen an der Folter starben oder für immer Verkrüppelungen und Entstellungen ertragen mussten. Die ganze Prozedur ging also davon aus, dass die beteiligten Beamten sozusagen nach bestem Wissen und Gewissen dem Wortlaut des Gesetzes folgten. So sah das Gesetz vor, bei der Verfahrensweise Rechtsgelehrte zu konsultieren. Diese waren dann aber oft in anderen Städten, an den Universitäten beschäftigt. Und so kostete das viel Zeit, welche die angeklagte Person häufig in teilweise schrecklichen Kerkern verbrachte, die damals mehr unterirdischen Löchern glichen, denn offizielle Gefängnisanstalten gab es damals noch nicht. Ohnehin hing eine solche Vorschriftsmäßigkeit davon ab, dass die Ankläger vorerst korrekt und wahrheitsgetreu ihre Protokolle und Abschriften führten. Ich kann mir vorstellen, dass da auch viel Schindluder getrieben wurde. Die Carolina war in der deutschen Gesellschaft dann ein relativ neuartiges Konstrukt. So ging man davon aus, dass gerade die kleineren Orte mit ihren lokalen Räten das juristische Fachwissen vermissen ließen, um so schwierige Entscheidungen rechtssicher zu fällen. Es war also auch immer im Interesse des Kaisers und der Herzöge, dass sich in solchen Regionen keine
abscheulichen Dinge abspielten, die auf der Fehlinterpretation des Gesetzestextes basierten. So entstand zügig ein System aus Aktenversendungen und Universitätsgutachten, die hier korrigierend wirken sollten. Ich lese hierzu einige Zeilen bei Sönke Lorenz. In der Vorrede der Carolina wird festgestellt, dass altem Gebrauch und Herkommen nach die meisten peinlich Gericht mit Personen, die unsere kaiserliche Recht nit gelehrt, erfahren oder Übung haben, besetzt werden und dass aus demselben viel Orten oftmals Widerrecht und gute Vernunft gehandelt und entweder die Unschuldigen gepeinigt und getötet oder aber die Schuldiger gefristet weggeschoben und erledigt werden. Damit ist das Problem genannt, dem sich die Gesetzgeber gegenüberstehen. Die heimischen Urteiler und Schöffen, die lediglich aufgrund ihrer sozialen Stellung an der Rechtsprechung beteiligt waren und kein Rechtsstudium absolviert hatten, also im kaiserlichen römischen Recht nicht kundig waren, werden für die Missstände in der Strafrechtspflege verantwortlich gemacht. Da es zu wenige Rechtskundige gab, um die Mängel des bestehenden Systems zu beseitigen, sieht die Carolina im einzuholenden Rat der Rechtsverständigen den einzigen Ausweg. In zahlreichen ihrer Artikel werden die Laienrichter angewiesen, Rat zu suchen. So auch in dem für Hexenprozesse so bedeutsamen Artikel 109, Straf der Zauberei, in dem es heißt: Item so jemand den Leuten durch Zauberei Schaden oder Nachteil zufügt, soll man strafen vom Leben zum Tod und man soll solche Straf mit dem Feuer tun. Wo aber jemand Zauberei gebraucht und damit niemand Schaden getan hat, soll sonst gestraft werden nach Gelegenheit der Sach, darinnen die Urteiler Rats gebrauchen sollen, wie vom Ratsuchen hernach geschrieben steht. Die Vorstellung von Zauberei, wie sie diesem Artikel zugrunde liegt, bewegt sich noch in mittelalterlichen Bahnen und kennt noch nicht die im 15. Jahrhundert zu beobachtende Delikterweiterung zur Hexerei. Charakteristisch für die ältere Einstellung ist auch die getroffene Unterscheidung zwischen schädigender und nicht schädigender Zauberei. In Bezug auf das Ratsuchen verweist die Stelle auf den Artikel 219, den letzten der Carolina, die Erklärung, bei wem und an welchen Orten Rat gesucht werden soll. Sowohl die alten Oberhöfe und die landesherrliche Obrigkeit als auch die neuen Juristenfakultäten und mit gelehrten Richtern besetzten Schöppenstühle sowie einzelne Rechtsgelehrte können Rat erteilen. Für die Universitäten entstand auf diese Weise geradezu ein neuer Berufszweig, denn all diese Gutachten wurden gegen Gebühr erstellt. Und als zum Beispiel 1551 Herzog Christoph von Württemberg diese Verfahrensweise verbindlich machte, trafen sofort von allen Seiten ganze Stapel an Anträgen ein. Somit mussten sich fortan ganze Abteilungen einer Hochschule nur mit dem Erstellen solcher Gutachten befassen, aber grundsätzlich wurde das vermutlich recht euphorisch als eine willkommene Einnahmequelle erachtet. Ich will nicht behaupten, es hätte damals im Sinne der Universitäten gelegen, wenn möglichst viele Frauen als Hexen verbrannt wurden, so korrupt waren die Kathedern nicht, doch die zahlreichen Prozesse spülten sicherlich gutes Geld in die ewig hungrigen Kassen ein. Bei der Frage, wie sehr sich nun die Prozesse an die Carolina hielten, betritt man eine ziemliche Grauzone. Die Carolina selbst war nicht unbedingt folterfreudig. Wenn zum Beispiel 2 bis 3 Zeugen zur Verfügung standen, sollte auf die Tortur unbedingt verzichtet werden. Nur dann, wenn die Situation eine Reihe aus Indizien zutage förderte, durfte die peinliche Befragung angeordnet werden. Hierbei spricht sich das Gesetzesbuch entschieden gegen Suggestivfragen, die angeklagte Person in eine bestimmte Richtung lenken sollen. Ein Problem, das auch in der heutigen modernen Strafverfolgung eine echte Schwierigkeit darstellt. Gerade Menschen mit einem niedrigen IQ oder unter einem starken nervlichen Stress können dazu neigen, sich selbst in einem gewieften Verhör zu belasten, obwohl vielleicht später deutlich stärkere Beweise wie DNA-Proben oder das Geständnis des echten Täters zeigen, dass sie eigentlich unschuldig waren. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das im Barock viel brisanter war, denn allein die Aussicht auf die Folter dürfte äußerst verstörend gewesen sein. Auch gab es eine ganze Checkliste der Indizienarten, die gefunden werden mussten, damit die Tortur genehmigt werden konnte. Hierbei mussten mindestens 2 Indizien aus der Liste erfüllt werden.
Das ist nun nicht sehr viel. Bedenkt man, dass es Zeitperioden gab, in denen sich Menschen als sehr leichtgläubig in Bezug auf den Teufel erwiesen und zugleich die Gesellschaft sehr klagefreudig war. Zusammenfassend schreibt Sönke Lorenz: Die vorsichtige Haltung der Karoliner ist unübersehbar, aber in einer Zeit sich ständig steigernder Hexenangst waren die aufgestellten Hürden viel zu niedrig, um dem Indiz der Besagung seine verderbliche Wirkung zu nehmen. Waren die zuständigen Gerichtsorgane genügend im Hexenglauben befangen und akzeptierten die Sabbatvorstellung, dann lag es nahe, einer aus welchen Gründen auch immer wegen Zauberei peinlich zu verhörenden Person neben dem Geständnis auch noch die Namen von Sabbatteilnehmern abzupressen. Oft geschah dies durch die von der Carolina verbotenen Suggestivfragen, um anschließend, wie im Ketzerprozess üblich, gegen die so Besagten ebenfalls mit der Tortur vorzugehen, ein Zustand, der im Hexenprozess des 16. und 17. Jahrhunderts in Deutschland nicht die Ausnahme, sondern die Regel war. Dies ist also ein Feld mit großer Interpretationsfreiheit. Sönke Lorenz beschreibt, dass es im 16. Jahrhundert eine Initiative namhafter Juristen gab mit dem Ziel, eine klare Unterscheidung zu schaffen zwischen echter Zauberei und damit einem schwerwiegenden Bündnis mit dem Satan und der allgemeinen Hexerei, die nach dieser Lesung zumeist nur Frauen betraf, die sich vom Teufel blenden und täuschen ließen. Solche Frauen, so hieß es dort, seien eben eher als altersschwachsinnig, melancholisch und vereinsamt anzusehen. Darum sollten sie weniger bestraft als mit Gottes Wort belehrt werden. Doch diese Deutung hatte sich leider nicht gegen die ältere Sichtweise durchgesetzt. Zu mächtig und zu etabliert war das vom Malleus Maleficarum geprägte Hexenbild jener Tage. Auch mit der Carolina neigte die beklagte Frau dazu, sich immer mehr in ein Spinnennetz aus belastenden Fragen zu verwickeln. Sönke Lorenz schreibt dazu: Mit dieser Entwicklung war es auch verbunden, dass man den Beklagten in der Tortur nach Dingen fragte, die im Beweissystem der Carolina noch keine Erwähnung gefunden hatten. Da aber der Schadenzauber nach allgemeiner Ansicht den Pakt mit dem Teufel voraussetzte, war es klar, dass in der Folter Fragen aufgeworfen wurden, die um die neuen Tatbestandselemente kreisten. Sie zwangen den Beklagten beispielsweise auf die Fragen zu antworten, wann und wo er den Pakt abgeschlossen, ob und auf welche Weise er fleischlichen Umgang mit den Dämonen gehabt hatte und wer ihm beim Hexensabbat begegnet sei. Während der peinlichen Befragung war die betreffende Frau stets allein, ohne irgendeinen Beistand. Im Raum befanden sich mehrere Männer, die dort ihre, teilweise recht windigen, Funktionen vertraten. Die Anwesenden waren in ihren Handlungsspielräumen einer klaren Verfahrensordnung unterworfen. So führte die peinlichen Fragen stets nur der Scharfrichter aus, im Beisammen des Richters, zweier Gerichtsbeisitzer und eines Schreibers. In der Praxis tat der Scharfrichter viele der Handgriffe nicht selbst, sondern hatte hierzu einen Knecht, der unter Umständen ein Lehrling von ihm war. An den Scharfrichter wurden gewisse Erwartungen gestellt, allem voran, dass er exakt wusste, was er tat. Es wurde also erwartet, dass er stringent und kontrolliert folterte. Alles andere hätte man damals als des Gerichts unwürdig empfunden. Seine Aufgabe bestand also in der Darstellung einer sichtlichen Professionalität. Darum wurde ein solcher Scharfrichter auch äußerst gut bezahlt. Übrigens sah die Carolina mehr als deutlich den Fall vor, dass die peinliche Befragung kein Resultat erbrachte und vielleicht sogar die angeklagte Person entlastete. In diesem Fall hatten sich Ankläger und Richter zu verantworten und damit Verfahrenskosten und Entschädigung gemeinsam zu tragen. Das erschien den Verfassern der Constitutio Criminalis Carolina im Jahre 1532 vermutlich als ein smarter Passus, der Beamte davon abhalten sollte, ihr Amt zu korrumpieren. Doch in der Praxis war das eher eine ungünstige Lösung, denn Richter und Kläger waren beim Prozess sehr motiviert, es nicht auf diese Weise enden zu lassen. Da wundert es nicht, dass die Urteile aller Hexenprozesse am Ende fast immer gegen die beklagte Person ausfielen und die Urteilsverlesung sich fast nur noch darum drehte, ob die Person geköpft werden darf oder verbrannt werden muss. Hinzu kommt, dass den Richtern durch die Carolina auch andere Schlupflöcher zur Verfügung standen, wie zum Beispiel das Verfahren mit einem lediglich vorläufigen Freispruch einzustellen. Das lief dann auf
außer Spesen nichts gewesen hinaus, doch rechnerisch lief es darauf hinaus, dass die Verfahrenskosten letztendlich der Stadtkasse angelastet wurden und damit dem Steuerzahler. Für die beklagte Person bedeutete es zwar die Freiheit, doch sie konnte jederzeit beim Auftauchen neuer Indizien belangt werden. In eine derartige juristische Situation verstrickt, nahm die beklagte Person davon lieber Abstand, auf Ersatz zu klagen. Nicht viele hätten da den Mut gehabt, ihren Folterer im Nachgang zu antagonisieren. Und häufig haben Leute, die einen solchen seltenen Freispruch erfahren durften, lieber ihre Sachen gepackt und sind aus der Stadt weggezogen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, da zu erwarten war, dass der missgünstige Stadtrat oder Bürgermeister nur darauf wartete, dass sich ihm eine zweite Chance bot, die betreffende Person zu vernichten. Spätere Fallbeispiele aus Lemgo werden zeigen, dass ein boshafter und nachtragender Bürgermeister wie Heinrich Kerkmann auch mal 10 Jahre warten konnte, bis er endlich seine Rache in der Folterkammer haben durfte. Richtig sicher war eine Frau auch nach einem solchen Freispruch auf jeden Fall nicht. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nochmal Sönke Lorenz zu Wort kommen lassen, der über die juristischen Hintergründe der Folter im deutschen Barock Folgendes schreibt. Das Versäumnis der Karoliner aber, den Ablauf und die Durchführung der Folter nicht verbindlich zu regeln, wie es später beispielsweise im österreichischen Strafgesetzbuch von 1768 geschah, sondern mehr oder weniger dem Ermessen der Richter zu überlassen, wurde in seiner unheilvollen Wirkung dadurch wesentlich verstärkt, dass bei dem Mangel an Juristen und ausgebildetem Gerichtspersonal die Strafrechtspflege noch für geraume Zeit in den Händen von Laienrichtern lag. Diesen nämlich waren in aller Regel Sinn und Zweck der Karoliner nicht bewusst und allzu oft machten sie mit dem Beklagten einfach kurzen Prozess. So änderte sich in den Folterkammern nur wenig und beim Hexenprozess, mit dem sich das Rechtsleben seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts in steigendem Maße konfrontiert sah, scheint es sogar zu einem Rückfall gekommen zu sein. Die Gerichtsorgane folgten in der Mehrzahl der verhandelten Hexenprozesse nicht dem auf der Grundlage der Karoliner entwickelten Processus Ordinarius, sondern orientierten sich viel häufiger an einem Verfahren, wie es der aus dem Dominikanerkonvent in Schlettstadt stammende Inquisitor Heinrich Institoris im dritten Teil seines 1487 erstmal gedruckten Malleus Maleficarum des Hexenhammers empfohlen hatte. In diesem, dem summarischen Ketzerprozess der Inquisition nachgebildeten Spezialverfahren, wird dem Richter empfohlen, die Verteidigung des Beschuldigten zu erschweren, den Denunzianten nicht wie einen Ankläger mit der Talion zu bedrohen und seinen Namen wie überhaupt die Namen der Zeugen geheim zu halten und die Aussage von Komplizen zuzulassen. Zur Folterung genügten ein schlechter Leumund und andere geringe Indizien. Betrachtet man die von der Karoliner angeführten Indizien in Hinsicht auf die Deliktbeschreibung, dann zeigt sich, dass ausschließlich Schadenzauber behandelt wird. Insgesamt darf man den Indizienapparat der Karoliner durchaus als rationales Beweissystem würdigen. Anders dagegen der Hexenhammer, dessen Verfasser dem Richter ganz andere Indizien empfahl. Diese sollten in den Hexenprozessen des 16. und 17. Jahrhunderts die entscheidende Rolle spielen, das heißt die Anwendung der Tortur als erlaubt erscheinen lassen. Neben der Besagung der Teilnehmer des Hexensabbats hatte das Gericht sein besonderes Augenmerk auf das Hexenmahl des Beklagten zu richten, ein Zeichen, das der Teufel seinem Anhang bei Vertragsabschluss aufzudrücken pflege. Dieses Mal, das sich laut Hexenhammer oft an den geheimsten Körperstellen verbarg, gab sich bei der Nadelprobe zu erkennen. Stach der Scharfrichter mit einer Nadel in das Mal und zeigte der Beklagte keinen Schmerz, dann galt dies als ein Indiz für die Schuld des Betroffenen. Ein weiteres Anzeichen dafür sah man in der Tränenlosigkeit, das heißt, wenn die Beklagten im Verhör, unter Umständen auch in der Folter, nicht in der Lage waren, Tränen zu vergießen. Eng verbunden mit dieser Vorstellung erscheint im Hexenhammer die sogenannte Hexenkunst der Verschwiegenheit, ein Indiz, mit dem man die gelegentlich in der Tortur beobachtete Empfindungslosigkeit der vermeintlichen Hexen zu erklären suchte. Als ein Mittel, die Verschwiegenheit zu brechen, empfiehlt der Hexenhammer den Richtern unter anderem, die Beklagten zu entkleiden und ihnen zudem alle Haare von jedem Teil des Körpers abrasieren zu lassen.
Denn sie haben nämlich bisweilen für die Schweigezauber irgendwelche abergläubische Amulette von bestimmten Dingen, sei es in den Kleidern, sei es in den Haaren des Körpers und bisweilen an den geheimsten, nicht zu benennenden Orten. Der Maleus erklärt die Gefühllosigkeit in der Tortur selbstverständlich als Werk des Teufels, der die Hexen am Geständnis hindern wolle. Eine Interpretation, die auch in der 1516 zum ersten Mal gedruckten Emmaes des Straßburger Dompredigers Geiler von Kaisersberg angeführt wird. Gerade dieser Vorstellung war in den Hexenprozessen des 16. und 17. Jahrhunderts eine furchtbare Wirkung beschieden. Nach der gemeinrechtlichen Lehre hatte der Beklagte sich purgiert, gereinigt, wenn es ihm gelang, die Tortur ohne Geständnis zu überstehen. Das heißt, die Indizien zur Tortur waren ein für allemal entkräftet und der Beklagte musste lediglich für den Fall, dass gänzlich neue Indizien auftauchten und bewiesen werden konnten, eine Wiederholung der Tortur fürchten. Die tägliche Gerichtspraxis im Hexenprozess ging hingegen dazu über, in der Gefühllosigkeit während der Tortur solch ein neues Indiz zu erblicken und schritt umgehend zu einer abermaligen und zumeist wesentlich härteren Folter. Oft aber war das von massiven Rechtsbrüchen begleitete Vorgehen gegen die vermeintlichen Hexen weniger auf Befangenheit zurückzuführen, sondern resultierte aus der Hilflosigkeit eines Gerichtspersonals, das noch ganz in den Bahnen eines älteren Verfahrens dachte. Das war es wieder, doch schon bald geht es weiter. Macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.